Morado Casa ist eine arme Landgemeinde im Landkreis Tarapuco des Departamentos Chuquisaca in Bolivien. Sie befindet sich 438 Kilometer von der Stadt Cochabamba entfernt. Auf einem Weg, der besagte Landkreishauptstadt Tarapuco mit einer anderen Gemeinde, Presto genannt, verbindet. Die Fahrt bis zur Stadt Cochabamba dauert etwa 6 Stunden. Morado Casa hat mehr als 5000 Einwohner und besteht aus 12 kleineren Ortschaften. Der Index der menschlichen Entwicklung des Landkreises Tarapuco liegt bei 0,406. Gemäß der Einstufung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen bedeutet das gering. Aufgrund fehlender finanzieller Mittel dieser Gemeinde und ihres Landkreises konnten sie den Bau eines Gesundheitszentrums nicht verwirklichen. Daher mussten die Einwohner mehrere Kilometer laufen, um ärztliche Hilfe und medizinische Versorgung zu erhalten. Morado Casa hat bereits seit mehr als 15 Jahren nach finanzieller Unterstützung gesucht, um ein Gesundheitszentrum bauen zu können. Dank der wichtigen finanziellen Unterstützung der Organisation Huasi Bolivia mit Sitz in Deutschland konnte ein Teil der Finanzierung erzielt werden, um den Bau und die Ausstattung eines Gesundheitszentrums in Morado Casa zu verwirklichen. Das Bauverfahren dauerte 4 Monate von August bis Dezember 2017. Die ehrenamtliche Beteiligung der Bevölkerung als Helfer am Bau war während des gesamten Prozesses sehr wichtig. Vor der Einweihung wurde das neue Gesundheitszentrum gemeinsam mit dem Landkreis Tarapuco ausgestattet. Auf einer Fläche von 338 Quadratmeter wurden gebaut 2 ärztliche Sprechzimmer, eine Zahnarztpraxis, ein Kreissaal, ein Sterilisationsraum, ein Behandlungszimmer und Impfraum, 2 Patientenzimmer für stationäre Aufenthalte, eine Apotheke und ein Archiv, ein kleines Labor, ein Raum für die Behandlung von Patienten mit Tuberkulose, eine kleine Küche, ein Konferenzraum, 5 Bäder, davon 3 für Patienten, ein Korridor und ein Wartezimmer. Mano a Mano Bolivia ist es gelungen, zusammen mit Huasi Bolivia Alemania den finanziellen Anteil zu sammeln, um die begrenzten Mittel, welche der Gemeinde Morado Casa und dem Landkreis Tarapuco für dieses Projekt zur Verfügung standen, zu vervollständigen. Bueno, yo parte un agradecimiento a ti, a ti, a la gente que te hacen con autoridades mismas, a los visitantes. Para martes, capaz que usted sigue y quiera ir con atentos de realidad, man, que hay centros de salud. Seguramente que hay centros de salud trabajan antían, y cada antían, con alguna parte manta, beneficiar a los piscunachos que hay antes que hay su centralía morado casa ocupe. Kankuna, contraparte igichisun. Kankuna, maki igichisun. Yana pay niwan, institución mano a mano Bolivia. Pero voluntarios, piscunachos igual. Ya está en Mingopi. Suyo es Mingopi, no es una manina. Churanku. Se coloca así tuta. Uchicapes. Durante muchos años hemos estado en estrecho contacto con Bolivia y con nuestros socios y amigos de Mano a Mano Bolivia. En agosto 2017 organizamos un concierto beneficio en la ciudad de Bremen para recaudar fondos para Morado.
hemos trabajado aquí construyendo este centro de salud. Ellos, los voluntarios, han recaudado fondos para este centro de salud. Los hemos juntado con los fondos de la alcaldía y con su trabajo, y hoy tenemos este centro de salud. Muchísimas gracias. Gracias. Es para ustedes. Dios les bendiga y muchísimas gracias por hacernos parte de este proyecto. Gracias. Mit dieser neuen Einrichtung wird der Zugang zu den Gesundheitsprogrammen des bolivianischen Staates verbessert. Kann mehr Präventivmedizin betrieben werden? Dazu zählt, die Zahl an Immunisierungen zu erhöhen. Werden die Ausgaben für gesundheitliche Leistungen für Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln gesenkt? Werden 24 Stunden Sprechzeiten für Notfälle ermöglicht? Wird dazu beigetragen, die lokale Sterblichkeitsrate von Müttern und Kindern zu senken? Wird dem Gesundheitspersonal ermöglicht, in einem angenehmen Umfeld mit den nötigen Voraussetzungen? Das alles wird die Lebensqualität der Einwohner der Region verbessern. Wir bedanken uns sehr für die große Unterstützung von Huasi Bolivia Alemania und die Arbeit, die die Freunde und Volontäre in Deutschland geleistet haben, um die Finanzierung für den Bau dieses Gesundheitszentrums zu erreichen. Damit haben sie den Traum vieler Menschen erfüllt, Zugang zu medizinischer Versorgung als grundlegendes Menschenrecht zu erhalten.